Platz. Dann komm nach. Zum Mainstream. Das wird geil. Da ist das Datenterminal. Damit finden wir vielleicht Smasher. Los, los, los! Pass auf! Lass dich nicht entdecken! Los mit dir! Konzentrier dich auf den Kampf! Dafür bezahlst du! Jetzt bin ich richtig angepisst! Dich nicht entdecken. Die sehen dich gleich. Hey, bleib in Deckung.
Vorsicht! Die sehen mich sonst. Lass dich nicht entdecken. Hey, soll ich hier verrecken? Die Drecksau da gehört mir. Sowas verlernt man nie. Die sehen dich gleich. Bleib in Deckung. Sollte das denn? Lass uns die Wichser platt machen. Okay, das ist es. Scanne es. Vielleicht finden wir was. Ich bewache die Tür. Sie weiß genau, wo er ist. Hält dich nur hin. Ich sag ja, sie hat immer noch Angst vor ihm. Verstecken sich scheinbar auf dem Schiff. Okay, mal sehen, was wir finden. Da drüben, rechts. Da ist sie. Die Ebunike. Sieht hinüber aus. Das Innenleben ist noch schlimmer. Gehen wir. Na los, an die Arbeit.
Genau so. Schwer zu... Durchsuchen wir das Deck. Okay. Warum tust du das eigentlich? Verstecken hab noch eine Rechnung offen. Okay. Johnny, rächen? Das auch. Ich höre dich. Es gibt nur schon einen Weg. Zeit. Nach vorne. Sowas verlernt man nie! Sieht nach Hinrichtung aus. Aus der Nähe. Hohlspitzgeschoss. Smasher hat seinen ganz eigenen Stil. Die Drecksau da gehört mir! Renoviere dich du das? Zum Mittag! Grayson, ja. Nein, das nicht. Der Wichser schießt auf mich mit meiner Knarre. Malorien 3516. Eindeutig. Die erkenne ich unter Tausenden. Du kommst hier nicht lebend raus. Muss ich hier alles allein machen? Komm doch her! Scheint, als wären es nur noch wir zwei! Das wird ein harter Brocken. Nimm die Waffe. Ich glaube, die gehört dir nicht. Grayson. Echt jetzt, Rogue? Sind wir zwei nicht mehr auf derselben Seite? Sollte mich nicht überraschen. Du fällst deinen Verbündeten ja öfters mal in den Rücken. Wo ist Smasher? Ich an deiner Stelle würde reden. Die Wunde sieht schrecklich aus. Und ich sehe niemanden, der dir helfen könnte. Ich rede doch gern mit dir. Hast du dich nie gefragt, wie Rogue nach dem Angriff überlebt hat? Warum niemand sie zur Strecke gebracht hat? Die einzige Überlebende von dem Atlantis-Abschaum? Ich frag mich das nämlich, was sie für so viel Einfluss alles machen musste. Wem sie das Arschloch geleckt oder die Fotze gefingert hat. Wo ist Smasher jetzt? Bei den Arasakas. Aber das weißt du sicher schon. Wann kommt er wieder? Nie. Der gute alte Adam ist dort jetzt Sicherheitschef. In dieses Rattenloch kommt er nie zurück. Bin nur noch hier, um alles abzuwickeln. Scheiße. Allerdings, so weit hoch kommt ihr nie im Leben. Ihr kommt nicht an ihn ran. Aber macht euch nichts draus. Er findet euch. Der erledigt solche Sachen gern persönlich. Du Wichser wirst uns zu Smasher führen. Selbst wenn ich das wollte. Er vertraut mir nicht.
Warum interessiert ihr euch überhaupt für Smasher? Tue ich nicht, sondern für Silverhand und was mit ihm passiert ist. Johnny Silverhand? Was willst du denn wissen? Du hattest Silverhands Waffe. Du auch ein Fan? Hat Smasher sie dir gegeben? Als Belohnung für einen besonderen Job. Hat Smasher dir gesagt, was er mit Silverhands Leiche gemacht hat? Stehst auf ihn, hä? Willst den Wichser ausgraben? Oder willst du hören, wie er in seiner eigenen Pisse krepiert ist? Frittiert von Soulkiller? Was haben sie mit ihm gemacht? Badlands. Bei den Ölfeldern. Dort liegt er. Nimm die 101 nach Norden, dann fahr zur Deponie. Wenn du tief genug gräbst, findest du vielleicht seinen Silberarm. Das reicht. Mach den Fucker fertig. Bei der Schmeißfliege kriege ich das Kotzen. Nein, wartet. Ich hab da noch was. Silverhand, den magst du doch, oder? Hab da noch was. Heute ist dein Glückstag. Wirst du etwa weich wie? Das, was ich meinte, ist in dem Container. Auf dem Goliath da. Was ist da drin? Wirst schon sehen. Hab die Zugangskarte hier. Nimm! Gott verdammt! Totale Zeitverschwendung, die ganze Sache. Keine Spur. Kein Nichts. Fuck, wie? Sag ihr! Naja, wir wissen jetzt mehr. Mhm. Dass sie Johnnys Leiche wie Müll entsorgt haben. Smasher... Oh, fuck! Du verstehst es nicht! Es geht nicht um Smasher. Er ist doch nur die Spitze des Eisbergs. Und selbst wenn wir ihn kriegen, was haben wir davon? Das war's für mich. Ich bin weg. Gar nicht neugierig? Du willst... Ich bin weg, Vee. Lass sie einfach, Vee. Sie fängt sich schon wieder. Aber bis dahin ist sie lieber allein. Okay, das verstehe ich. Wir müssen den irgendwie runterkriegen. Wenn da was von mir drin ist, will ich's zurück. Okay, ich such die Steuertafel.
Fuck! Ich glaube, ich weiß, was das ist. Mal sehen, was wir hier haben. Nimm die Plane runter. Okay. Mein Auto. Spring rein. Ich lass dich sogar an Steuer. Schnurrt wie eine Katze. Okay, jetzt würde ich gern wissen, wo die Wichser mich abgeladen haben. Wusste gar nicht, dass das zwischen dir und Rogue so ernst war. Todernst. Wenn wir uns getroffen haben, ist immer irgendwer kapiert. Wie überaus romantisch. Ich halte die Augen offen. Irgendwas war damals immer. Sie hatte Gigs, ich hatte Gigs. Deshalb kann ich nicht den exakten Ort bestimmen. Sowas wie Alltag gab's nicht. Obwohl, einmal wollte ich mit ihr ins Kino. Und? Wurde nichts draus. Wie immer. Hier irgendwo sein. Kann gar nicht glauben, dass sie so weit rausgefahren sind. Besser als der Schrottplatz, wo ich gelandet bin. Ist es also. Hier ist absolut nichts. Was hast du erwartet? Grabstein? Blumen? Nein. Weiß nicht. Eine Markierung? Etwas. Irgendwas. Dann mache ich das eben. Besser? Ein bisschen. Aber wäre das mein echtes Grab, was würdest du schreiben? Hier liegt Johnny Silverhand. Terrorist und Riesenarschloch. Autsch. Aber so ein Grabstein? Ich würde den Typen treffen wollen. Du bemitleidest dich nur selbst. Nein. Ich kann nur endlich klar denken. Hör zu, ich weiß, ich habe eine Menge Scheiße gebaut. Leute enttäuscht oder ausgenutzt. Und zwar alle, die mir je vertraut haben. Bastard auf dem Ego-Trip eben. Aber eins habe ich diesmal geschafft. Was wir haben, nicht zu versauen. War nicht leicht, aber wir haben es geschafft. Die meisten, die ich für meine Freunde hielt, konnten nicht mal in einem Raum mit mir sein. Du bist immer in meiner Nähe. Rund um die Uhr. 24 Stunden am Tag. Und trotzdem scheinst du mich nicht komplett zu hassen. Schade, dass wir vorher nie so geredet haben. Hätte alles erleichtert.
Es gab nie den richtigen Moment. Weißt du noch, als du bei Vic aufgewacht bist? Ich sehe Geister, ich habe Angst. Und dann hast du Misty angefleht, dass du nicht sterben willst. Ich weiß noch, dass du mal nachts zum Kippen gebettelt und gejammert hast, dass du mich nicht umbringen kannst. Dachte nie, dass wir es so lange aushalten. Als du meintest, du hast Freunde enttäuscht, meintest du Rogue? Rogue, Alt, Carrie, Santiago. Noch ist es nicht zu spät, zumindest mit Rogue. Ich kann doch nicht so tun, als wäre es wie früher. Nach 50 Jahren einfach in ihr Leben zu treten. Das bist du doch längst. Auch wieder wahr. Naja, ich hatte ihr von der Ewigkeit versprochen, dass ich mit ihr ins Kino gehe. Gute Idee. Fragst du sie für mich? Ob sie Lust hätte? Aber du müsstest die Kontrolle aufgeben. Wieder mal. Ja, ich rufe sie an. Okay. Zischen wir ab. Hier gibt's eh nichts zu sehen. War es trotzdem wert, herzukommen? Absolut. Danke, V. Bin heilfroh, dass ich in deiner Matschbirne gelandet bin.